Freitagvormittag im Deggendorfer Ilypso. Die Klasse 5a des Comenius-Gymnasiums im Wettkampffieber. Denn schließlich gibt es was zu gewinnen. Das Seepferdchen oder das Jugendschwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold. Für uns als Schule ist es eigentlich eine Alltagskompetenz. Jeder sollte eigentlich im Falle eines Falles unbedingt schwimmen können. Das ist eine Sicherheitssache, auch die da dahinter steht. Und ich glaube, dass das jedem Schüler, jedem Erwachsenen gut tut, wenn er schwimmen kann. Denn Schwimmen ist nach dem Radfahren der beliebteste Freizeitsport der Deutschen. Wichtig hier die Sicherheit der Schwimmer. Mit dem Wettbewerb mit Sicherheit mehr Wasserspaß wird darauf gesetzt, dass die Schüler nicht nur schwimmen lernen, sondern ihre Fähigkeiten im Wasser auch ausbauen. Schwimmunterricht gehört zum Pflichtprogramm an bayerischen Schulen, in allen Schularten, in allen Jahrgangsstufen. Wir gehen davon aus, dass viele Kinder schon schwimmen können, wenn sie kommen, weil das natürlich auch erst einmal die erste Erziehungsaufgabe bei Eltern ist, dann, dass man sich darum kümmert, ein Stück. Aber natürlich geht es ums Verfestigen, ums Einüben, auch Schwimmregeln zu haben. Auch der sportliche Aspekt, der kommt in der Schule dann schon besonders mit dazu. Also Schwimmen als Alltagskompetenz hat eine hohe Bedeutung, weil man als Eltern natürlich auch viel entspannter mit den Kindern unterwegs sein kann, wenn man weiß, dass die Kinder schwimmsicher sind. Für ihre Leistungen im Becken wurden die Kinder höchstpersönlich vom bayerischen Kultusminister geehrt. Für die Fünftklässler eine echte Motivation. Und genau die ist wichtig, um möglichst früh das Schwimmen zu erlernen. Am besten noch vor der Grundschule. Also es ist momentan so, dass die Wasserwacht und die LG wahnsinnig viel unternehmen, um einfach die Kinder frühzeitig das Schwimmen beizubringen. Im Schulbereich wird es auch so gemacht, dass möglichst früh Wassergewöhnung gemacht wird, dass die Kinder einfach wenig Angst haben, ins Wasser zu gehen. Die Anzahl der Nichtschwimmer ist immer noch sehr hoch, das stimmt schon, aber ich denke, man kann durch diese Maßnahmen, die jetzt gerade ergriffen werden, schon einiges machen. Die Anzahl der Nichtschwimmer reduzieren, das ist auch das Ziel am Comenius-Gymnasium. Also wir haben jetzt aktuell 6 Schüler, die nicht schwimmen können und denen wir sozusagen nahegelegt haben und auch den Eltern nahegelegt haben, bitte liebe Eltern, schaut, dass eure Kinder bis zum September dann schwimmen können. Denn zusammen macht es doch gleich viel mehr Spaß. Und das Motto des Wettbewerbs mit Sicherheit mehr Wasserspaß war an diesem Tag Programm.